Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Sonntagsrunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wir genießen hier ein bisschen die Sonne. Herrliches Wetter, kalt und warm zugleich, wenn man mal stehen bleibt und das Gesicht in die Sonne hält. So, doch wieder im Wald unterwegs, ne? Es war gerade sehr laut, dadurch, dass ein Flugzeug vorbeigeflogen ist. Ja, heute mal nicht mit der GoPro, nur ein kurzes Video mit dem Handy. Aber ich denke mal, 1080 reicht ja auch. Ist halt nur ein bisschen wackeliger, aber ich versuche es halt ruhig zu halten. Sieht halt richtig schön aus mit der Sonne. Hier sind halt überall die Wildschweine unterwegs. Tja, das ist das, was von einem Baum übrig bleibt, ne? Nur die Rinde. Ist halt alles ein bisschen laut. Auf den normalen Laufwegen ist heute so Hochbetrieb, dass du keinen Bock hast, da zu laufen. Dann, weißt du noch, die ganzen Hubschrauber und Flugzeuge. Puh, ja, macht schon Spaß. Und? Meinst du, der Büffel kommt uns heute wieder hinterher? Mu! Der ist aber auch ein bisschen kommentiert Aha. irgendwie. Oh. Hallo? Aber der hat aber irgendwas an seinem Bein. Komm mal. Der läuft wie ich. Wenn ich Beinschmerzen oder Fußschmerzen habe. Oder ob ich auch guck. Oh nee. Ne? Der hat ja so knochig auch ein bisschen in den Seiten. Erstmal lecker was trinken, ne? Ja. Dem läuft auch schon die Sabber da raus. Ich weiß ja nicht, was das für eine Rasse ist, ob die das so gewohnt sind. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so prickelnd ist. Gerade wenn der schon was am Bein Ist hat. vielleicht auch schon ein bisschen was älter oder so, weißt du? Aha. Boah, der hat aber einen Durst, ey. Guck mal. Oh, meine Kamera, wie riesig die ist. Ich habe auch voll die große Kamera. Ich gehe auch nur mit ganz großer Kamera. Oh, ist das schön, durch den Wald zu laufen hier, ne? Ist ja alles abrasiert hier. Ich meine, Gott sei Dank forsten die da ein bisschen wieder auf, ne? Und der Einsame, der da stehen geblieben ist. Ah ja. Also. Aha.
Krass. Schlittschuhlaufen gefährlich? Haha, wie geil. Das ist ja hart. Krass, wie das aussieht. Durch eingefroren, der Baum auch. Aber schon dick. Jetzt nicht mit gerechnet, dass ich da drauf laufen kann. Das sieht richtig super aus, ne? Mhm. Auf dem Eis kannst du auch drauf laufen. Ja, bist du da drauf gelaufen, oder? Mhm. Schon, also die sehen ja jetzt, die halten ja nicht die Luft an, ne? Immer wenn einer vorbeikommt, so. Oder? Was sagt ihr da draußen? Die Wildschweine halten die Luft an, wenn wir vorbeilaufen, oder? Bauch einziehen. Und die verstecken sich hinter den Baumstämmen. Was ist das für ein orangenes Schild hier? Ah, hier kommt Sonne, guck mal, Ski, oder? Mhm. Sunshine. Kannst du wahrscheinlich schon laufen, auch so für die Tiere. Hm, wo? Hier so auf dieser Fläche hier. Hier, ja, bestimmt. Weil deswegen steht da hinten ja auch so ein Abschussgerät. Mhm. Mal gucken, wir laufen wieder auch so. Hier stehen die rüber. Mhm. Als hätten die sich da so eine Brücke gebaut, ne? Was da wahrscheinlich passiert ist, denn den Weg gibt es wahrscheinlich lange und jedes Mal, wenn die runterlaufen, kommen so Tannennadeln und so weiter mit und die schüttet es ins Wasser rein. Mhm. Und dann geht es wahrscheinlich zu und diese Stöcke, die dann hier angetrieben werden, bleiben dann irgendwann mal da hängen, ne? Mhm. Nehme ich mal an, weil ich glaube nicht, dass die das zumachen. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass die hier diesen Weg dann... Aber ich denke einfach, durch den Dreck, den die immer mit runternehmen, bildet sich dann wie so eine, wahrscheinlich eine wie so eine Brücke dann einfach, ja. Ich nehme mal an, dass es so ist. Rehe und Wildschweine sind die besten Brückenbauer. Nee, eigentlich lieber. Aber hier ist auch ein Weg, guck hier, da ist auch, da habe ich gerade eine Maus gehört. Was hast du gehört, eine Maus? Mega, oder? Wie das aussieht. Die Pflanzenwelt unter Wasser. Die armen Frösche, ne? Ja. Oh. Ich finde, das sieht so cool aus. Oder?
krass. Mhm. Auf jeden Fall. Ah, herrlich. Sieht so super aus mit dem Wasser. Vor allen Dingen ist es hier wie in der Winterlandschaft. Ja, hier verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese kleine Mini-Runde hat euch ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Video.